Der Wind dreht sich. Bitte nicht schlecht für uns. Das ist doch nicht wahr. Natürlich dreht er sich schlecht für uns. Warum sind wir gestoppt? Verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Da können wir durch. Ja, das sieht aus wie eine Lücke. Und außerdem haben wir da Wind. Und wir fahren nach Süden. Also nach da ziemlich genau. Und Speed! So. Und geradeaus. Da fahre ich mal links dran vorbei. In der Hoffnung, dass ich da vorbeikomme, ohne festzustecken. Ah! Hui! Sehr gut. Hier lang. Gegengeditscht. Ich muss geradeaus fahren, ne? Dann kommt er, glaube ich, frei. Na los. Gib Gas. Bin doch wieder kurz davor, keinen Wind mehr zu bekommen. Ja, Alter, mit diesem Schiff durch diese Felsen, ne? Oha, da kriege ich Damage. Ein bisschen. Ist aber, glaube ich, noch im Rahmen. So, und ich fahre jetzt einfach mal geradeaus. Irgendwo hier muss doch was sein. Oder eher nach Süden. Oh, schon wieder eingeditscht. Verdammt nochmal. Ja, das mit diesem Schiff hier, da muss ich mich echt erst dran gewöhnen. Also, meine Herren, ist das träge. Vor allem, jetzt bewegen wir uns gerade gar nicht. Ach so, na klar, ich muss ja auch so machen, ne? Sonst bewegen wir uns, wenn wir paddeln, nur auf der Stelle, wenn ich zu sehr lenke. Da lang, ne? Da haben wir Wind und da ist Süden. So. Und ich muss schon vorher gegenlenken. Also jetzt schon. Ah, nee, das war zu früh. Aber jetzt. So. Und High Speed. Nichts wie raus hier. Und wo sind wir überhaupt? Das da kann ich entfernen. Wir müssten eigentlich nach da, ne? Hm. Ich fahre jetzt erstmal in die Richtung. Und hoffe, dass wir endlich auf Land treffen. Nein, da ist schon wieder... Bitte nicht anditschen. Gut. Sonst wären wir wieder stehen geblieben. Aber hier ist nichts außer Wasser. Hm. Ja, nach da fahren oder was? Ja, ne? Let's go. Ab nach Süden. Der Sonne hinterher. Da ist ein Vieh. Um das muss ich mich kümmern. Wenn er mich denn verfolgt. Er verfolgt mich. Energieschild. Und Frostdingens. Und hier drauf können wir stehen und ballern. Noch ein Schlund. Na komm. Mach dich fertig. Na, wo bist du? Na komm hoch. Na komm hoch. Ah, ich kann dich auch so treffen. Gut. So, ein paar Hits noch. Aber mein Schiff hat auch, glaube ich, ordentlich Schaden genommen. Es hat noch nicht dieses eine diese Zerbrechanimation gehabt. So, er ist tot. Wie sieht so unser Schiff aus? Ja, ist noch okay. Dann fahren wir direkt mal weiter. Ja, da ist schon gar nicht schlecht. Hä? Ach so, weil ich rückwärts gefahren bin, habe ich schon gewundert. Och, wir haben schon Digi. Was ist denn mit dem Wind? Was willst du denn? Wo fahren wir lang? Schon da lang.
Oder da lang. Ich bin mir so unschlüssig. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das Schiff zu drehen. Ehrlich gesagt. So, dann fahren wir mal hier lang. Das wird wahrscheinlich jetzt eine Folge, wo wir die ganze Zeit nur Schiff fahren werden. Ja, den Loot lasse ich da mal liegen. Ich habe Angst vom kochenden Wasser. So, hier beidrehen. Das sind schon wieder ganz schön enge Felsen hier, aber ich glaube, da komme ich durch. Ja, da komme ich durch. Gut. So, hier dran vorbeigeschrappt. Und geradeaus. So. Jetzt sind wir auch auf dem Weg nach Süden. Alter, wir sind gleich schon beim Kartenrand. Was geht denn hier ab? Scheiße. Ich habe Angst, ich habe Angst. Und der Wind dreht sich schon wieder zu unseren Ungunsten. Das ist echt nicht wahr. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, hier fahren wir gleich über den Weltenrand. Was ist denn das? Hier ist einfach nur eine Insel und hier ist gar nichts. Hier sind nur Felsen. Gut, so sei es. Aber ich habe das Gefühl, ne? Also ich sollte nicht zu weit fahren. Sonst werden wir einfach über den Rand der Welt fahren und das war's. Das wäre, glaube ich, keine gute Idee. Also irgendwie ist das gerade doch langweilig, oder? Für euch? Soll ich das vorspulen? Ich spul's vor, ne? Ja, komm. Also, bis gleich. So, Gott sei Dank. Ich habe Land gefunden. Hier, ich bin auch da gefahren. Ihr habt ja gerade gesehen. Und ich dachte mir, ich glaube, das ist keine gute Idee, hier weiterzufahren. Sonst kann ich nachher nicht mehr das Schiff abbremsen und wir fahren über den Rand der Welt. Gut, ich würde sagen, wir bauen. Erstmal mache ich da das Ding. Ne, erstmal brauche ich ein Portal. Erstmal brauche ich ein Portal. Erstmal brauche ich mir ein Energieschild. So. Und dann baue ich hier auf diesem Stein ein Portal hin. Da kommen schon die Geier. Tschüss. Glaub mal ja nicht, dass du abhauen kannst. So. Verschiedenes. Portal hat sich schon wieder gemerkt. Interessant. Du stirbst. Und du sowieso. So. Mein Schiff könnte er gerne kaputt machen. Richtig. Sehr gut. Ich gehe mal kurz zurück. So. Gut. Huch. Da sind wir. Und ich würde sagen, ich schmeiß mal kurz alles hier runter, was wir gefunden haben. Und pennen gehen ist noch okay. Ne, wie spät haben wir es denn? Ah, wir haben es allmählich abends. Aber ich würde... Stimmt, ich glaube, wir machen erstmal da diesen Spawner kaputt und die Armee der Toten. Und danach gehen wir pennen. So. Muss ich mal den hier verwenden? Alter. Ich hau mal hier ab, damit die mein Portal nicht angreifen. Wo ist er denn? Der verkohlte Zuckende. So. 6. Und volle Karate. Alter, das ist nicht wahr. Mann! Sterbt! Puh! Und noch ein. Piu! So, da hinter mir ist noch einer. Zwei sogar. Erstmal den Zuckenden, der ist gleich down. Dann kann der nicht mehr mit Steinen werfen. So. Ja, lausche gleich. Explodier mal.
So. Und den da muss ich auch noch plätten. So. Auf Wiedersehen. Und er hat mir was zu berichten. Munin. Ha! Ein anderer Aasvogel. Sieh sich den einer an. Ja, habe ich schon gesehen. Vielen Dank für diesen wertvollen Tipp. Gut. Die greifen gerade mein Portal an, ne? Ne, mein Schiff. Gut. Feel free. Und ich kümmere mich derweil mal um euer Dingens da hinten. So. Ich hoffe, das geht dadurch auch kaputt. Müsste es aber, ne? Da kommt, glaube ich, gerade jemand. Wow! Ja, kommt es auch. Hui! Energieschild! Zack! Ja, mein Schiff immer noch nicht zerstört. Warum denn nicht? Könnt ihr da mal hinmachen, bitte? Ey, sind das viele immer. Ehrlich. Also da haben sie wirklich übertrieben, bin ich ganz ehrlich. Meine Herren. Also schwierig machen, schön und gut, aber übertreibt's doch nicht so maßlos, ey. Was soll das denn? Also es macht doch dann auch einfach keinen Spaß mehr. Oder? So. Und so. Und auf Wiedersehen. Er haut ab. Sehr gut. Tschüss. So, nach oben. Und das Ding ist zerstört. Sehr gut. Die haben außerdem auch unser Schiff zerstört. Das ist ebenfalls gut. Ich schmeiß mal kurz die Sachen hier hin. Und sammel unsere Schiffssachen auf. So. Kriege ich alles mit? Ja, ne? Nein! Der hat zwei Sterne. Moin. Um dich muss ich mich kümmern. So. 6. Er haut ab. Hä? Ja, dann hau doch ab. Hä? So. Und so. Und da ist noch was. Und der hier will sterben. Dann tue ich ihm den Gefallen. Und dann bringe ich unser Schiff weg. Ist außerdem Nacht, ne? Ja. So, perfekt. Halt, erstmal die Schiffssachen hier rein. Oh, das nervt mich irgendwie voll, dass wir nicht mehr mit unserer Lampe rumlaufen. Man sieht kaum noch was. Mich so daran gewöhnt, dass wir das Ding haben. Gut, weg damit. Und außerdem den hier, Stab der Spaltung. Ich weiß nicht genau, irgendwie überzeugt er mich null. Ich packe den deswegen mal weg, damit wir mehr Platz haben. Ja, packe ihn mal weg. Nehme den. So. Und dann haue ich mich mal kurz in der Profe. Ich stand mal so, dann müssen wir das nicht aufsammeln. Perfekt. Und dann würde ich sagen, gute Nacht. Guten Morgen. Und dann gehen wir direkt los. Können wir schön weiter erkunden gehen. Habe ich richtig Bock drauf. Vor allem haben wir jetzt endlich mal ein bisschen Gebiet gefunden, womit wir auch was anfangen können. So. Zack. Und den Feuertrank baller ich mir mal rein. Oh, wir haben gar keine Mana-Tränke mehr. Das ist nicht so gut. Her damit. Und den Stein schmeiße ich mal damit hin. So. Perfekto. Und dann würde ich sagen, hindurch. Weiter erkunden. So. Das Ding weg. Und das hier. Nahrung. Alles in Wands, damit wir schön gestärkt sind. Boah, ist das hier dunkel. Ich sehe gar nichts. Also wirklich absolut null. Ich würde sagen, wir gehen mal da so lang ins Landesinnere und gucken, was auf uns zukommt. Ich sehe gar nichts. Es ist absolute Schwärze. Ich denke, es ist gerade morgen. Auch da haben sie schon wieder übertrieben. Was soll das?
So. Und direkt wieder Energieschild. Na komm, na komm, na komm. So. Ah, wir sind durchnässt, ne? Hm. Und da ist schon wieder was. Ja, der ist so weit oben, dass ich ihn nicht auswählen kann. Super. Munin, was hast du denn zu sagen? Du hast zu sagen. Danke für den wertvollen Tipp. So. Gut. Ich gehe mal weiter hier lang. Eine Zwergenbase. Sehr gut. Moin, moin. Wer ist da? Ich bin's. Keine Angst. Keiner von den Untoten. Sei gegrüßt. Ja, ihr ebenfalls. Freut mich, dass ihr hier seid. Freut mich außerordentlich. Oh, ihr habt euch hier gemütlich gemacht. Kriege ich ein bisschen Met? Oder ist das nur für euch? Hoppla. Gut. Dann gehe ich mal. Auf Wiedersehen. Und ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt noch... Wir haben ja mittlerweile die Ruinen gefunden. Wir haben sogar den Boss-Spot gefunden. Wir haben diesen Farn, diese Pilze. Ich weiß nicht genau, wie viel neuer Stuff noch dazu kommt. Oder ob wir allmählich so ziemlich alle Neuerungen gesehen haben. Also natürlich nicht die Sachen, die man craften kann und so, sondern ich meine Ressourcen und Feinde haben wir, glaube ich, jetzt alles gesehen, oder? Da ist ein Skeletto. Verdammt, ich wollte ausweichen. Wollte ich mal cool sein. Aber so cool war das gar nicht. Oh, oh, nö. Nö, 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 nö. Da sind Hunde. Auf Wiedersehen. Ich gehe mal hier so lang. Ich würde eigentlich gerne ein bisschen was von diesem Aschenholz sammeln. Ehrlich gesagt. Ich glaube, ich baue hier oben mal ein Portal. Hier auf dieser Spitze oben drauf. Nicht. Da sind die Hunde. Ich glaube, ich gehe doch lieber ein bisschen weg. Kommen die Hunde jetzt? Und die habe ich sehr aufmerksam auf mich aufmerksam gemacht. Ich hoffe nicht. Weil auf die habe ich gar keinen Bock. Scharfschütze. Tschüss. Gut. Und hier hoch. Vulture. Auf Wiedersehen. Und noch mehr. Dra heißt. Ist er noch abhauen? Schnell. Tschüss und her mit eurem Loot. So. Perfekt. Dann würde ich sagen, ich mache hier mal das Portal hin. Na komm. So. Reden es. Da, ne? Und er wählt automatisch das Portal aus. Voll geil. Freut mich. Hä, aber macht er das, weil alle Spieler das so häufig benutzen? Oder macht er das, weil ich es immer benutze und er merkt sich, was ich benutzt habe? Nee, ne? Ich glaube, das ist allgemein. Das ist bei jedem Spieler so, oder? Weil das wäre ja richtig krass. Oh, Spawner, den mache ich kaputt. So. Drei. Das waren drei direkte Treffer. Vier. Fünf. Sechs. Ich weiß nicht, ob das ein Treffer war. Ich glaube nicht. Sieben. Ich glaube, sieben Feuerbälle reichen. Gut. Ich würde den Stuff hier, glaube ich, erstmal behalten. Ich mach mal so. Und hack hier ein bisschen Holz. Weil ich habe richtig Bock, dieses Ashwood-Zeugs auszuprobieren. Der hier gibt das auch, ne? Glaube ich. Erstmal kümmern wir uns hier um die Feinde. Na komm. Kristallzucker. Stirb. So. Hier haben wir einen Baumstamm. Den zerteile ich mal. So. Oh, so wenig Aschenholz gibt das nur. Das war jetzt ein Baum und das sind... Hä?
Wo ist das Aschenholz? Hä? Wo ist das Aschenholz? War da gar keins bei, oder wie? Warte mal. Oh, shit. Das wollte ich nicht. Ich mach mal kurz den Baum hier weg. Nee, bleib mal bitte da. Was war das für ein Vieh? Oh. Tschüss. Da ist noch einer. Natürlich ist da noch einer. Tschüss. So. Und kann ich jetzt hier weiterhacken, bitte? Das wäre sehr nett. Ich will nämlich Aschenholz haben. Da, das war Aschenholz. Hä? Ach, hier ist es doch. Ich dachte, das wären diese Knochen gewesen. Ich narr. Ich habe mich schon gewundert. Gut. Oh. Gut, dann muss ich mich erstmal um euch kümmern. Auf Wiedersehen. Und auf Wiedersehen. Noch nicht. Mein Energieschild ist down, da muss ich jetzt aufpassen. So. Und Energy Shield. Warum regeneriert das so langsam? Kommt mir nur so vor wieder, ne? Glaube ich. Gut. So, was kriegt denn hier nur Schaden? Ach, der Stein. Brennt. Der Stein brennt nicht, sozusagen. Okay. Und der Dicke hier? Das ist aber ein ganz schöner Brecher. Gucken, wie viel Holz der gibt. Stimmt, wie viel können wir eigentlich noch tragen? Ja, ordentlich. Gib mal her. Sehr gut. So. Ich habe den Spawner doch vernichtet. Warum kommen da trotzdem welche nach? Schnall ich nicht so ganz. Gut. Oh shit, schon wieder falsch. Weil gerade hat die Wirkung nachgelassen. Wir konnten wieder trinken und dann ein wenig gewastet. Was soll's? So, hier. Aschenholz. Mhm. 36 erst. Es geht schon echt schleppend voran, aber gut. So. Wäre so geil, wenn man mit dem Feuerball Bäume fällen könnte. Weil das wäre ja irgendwie realistisch. Aber ich glaube, das wäre dann zu leicht. Natürlich ist er auf mich aufmerksam geworden. Ja, dann komm her. Na los, spring mich an und explodiere. Oh. Okay. So, du kommst auch noch mal an und explodierst. Oh, Holzkohleharz. Noch was Neues zum Bauen. Aha. So, gib mir mal den Loot. Federn weg. Nehme ich lieber den neuen Stuff mit. Und jetzt sind wir überladen wegen Stein, ne? Nee. Einfach nur wegen Platz. Kein Platz im Inventar, okay. Dann sammle ich das hier mal auf. Und hack noch ein bisschen Holz, weil den Stack hätte ich ganz gerne voll wenigstens. So. Aschenholz.
Ah, hier sind noch zwei Bäume. Verglitscht. Normales Holz. Und Ascheholz. Mhm. Das normale Holz könnte ich theoretisch hier lassen. Lasse ich auch. Dann nehme ich lieber das Ascheholz mit. Da kommt schon wieder einer angerannt. Hauptsache, er greift nicht mein Portal an. So. Und wo kommen die schon wieder her? Das meine ich. Ich habe den Spawner doch entfernt. Und hier sind wieder drei Krieger. Ich wollte mich doch ärgern. Jetzt gehen sie alle weg. Gut. Wegsuche läuft bei den Jungs. Ja, soll ich einfach mal abhauen? Ich hau einfach mal ab, ne? Ich gehe zum Portal und verzieh mich. Oh, ups. Warum komme ich hier nicht hoch? Jetzt komme ich hoch. Gut. Dann hier hoch. Hier hatte ich doch mein Portal hingebaut, oder? Ja, da oben. Oh, ja gut. Der hier wird mein Portal zerstören. Da muss ich mich mal kurz um den kümmern. Und tschüss. Perfekt. Ja, da würde ich sagen, fette Ausbeute und dann gehen wir erstmal zurück.